Hallöchen, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Keine Sorge, ihr habt kein Standbild. Ich muss nur kurz was erklären. Für die nächsten 3 Folgen. Ich habe jetzt 2 Tage überlegt und probiert, ob ich es irgendwie abändern kann, retten kann. Aber nein, kann ich nicht. Aber es ist halt leider viel passiert, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, das kannst du jetzt nicht einfach weglassen. Es gab ein Problem mit dem Audio. Und zwar wurde das Audio gleich doppelt aufgezeichnet. Manchmal wird es gar nicht aufgezeichnet und diesmal wurde es halt gleich doppelt aufgezeichnet. Dementsprechend habe ich einen super duper Widerhall jetzt auf meiner Stimme in den nächsten 3 Folgen. Ich habe wirklich überlegt, ob ich einfach den Ton komplett weglasse und alles nochmal nachsynchronisiere, aber das ist irgendwie scheiße. Also, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Und deswegen beiße ich jetzt meinen sauren Apfel und sage erstmal, es tut mir leid. Also, es klingt auf jeden Fall ein bisschen komisch. Manch einer findet es vielleicht sogar ganz witzig, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Für die nächsten 3 Folgen ein bisschen Widerhall auf der Stimme. Das heißt, man hört mich doppelt. Ich habe das Problem jetzt mittlerweile zum Glück gefixt und dann nach den 3 Folgen wird es dann normalerweise wieder normal werden. So, dafür geht es aber jetzt halt auch wieder frisch weiter mit Sekiro. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß in der Folge und ja, dann viel Spaß und verzeiht mir. Irgendwie schleicht sich da öfter mal der Fehlerwurm ein. Blöd. Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Ja, es sind ein paar Tage, ich weiß nicht wie lange, aber es sind ein paar Tage, wahrscheinlich ein paar Folgen ausgefallen. Hoffentlich nimmt es mir nicht zu übel. Aber so ist das nochmal. Nein, ich hatte ein bisschen was an den Ohren und dann auch noch was Tragisches direkt vor meinem Haus passiert. Keine Ahnung, an dem Tag. Zu viel Information. Auf jeden Fall bin ich nicht zum Aufnehmen gekommen. Was ich mal machen wollte, diese Folge, ist nochmal gegen diesen verkackten Stier antreten. Auf jeden Fall. Und diesmal wollte ich das Shinobi-Feuerwerk benutzen, denn es soll ja wirkungsvoll gegen Tiere sein. Und der Stier ist ja wohl ein Tier. Der Stier ist ein Tier. Muss man ja mal so anziehen. Und weg. So, und zwar möchte ich bei diesem Stierchen vorbeikommen. So, jetzt muss ich mir gerade mal kurz überlegen. Es war ja so, dass Da sind zwei Wölfe patrouilliert. Ich musste aber hinten rum, wenn ich zum Stier wollte. Irgendwas. Oh, shit. Kacke. Das war ein Fehler. Das wollte ich nicht. Jetzt ist es zu spät. Egal, die kann ich nicht umgehen. Wie so viele Feinde, die man eigentlich die ganze Zeit umgehen kann, aber ich mach's halt eigentlich meist generell nicht so gerne, weil ich halt gerne die Punkte mitnehme. Aber nein. Die umgehen wir jetzt einfach. So, war hier. Ja, hier waren zwei Stück direkt vor. Welcher von denen hat noch mal eine Lanze? Ich glaube, er hier. Okay, dann stirbst du als erstes. Hey, keiner von uns ist doch wert. Achso, der hat ein Wert. So, ihr zwei weg. So, Shinobi-Feuerwerk. Moment, Lambor, Shinobi-Feuerwerk. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich meine, wenn es nicht funktioniert, werde ich es merken, früh genug. Dann muss ich mir was anderes gegen das Stierchen überlegen. Okay, ich bin bereit. Hallo, können wir mal vielleicht einen anderen machen? Ja, genau. So, das hat funktioniert.
Kopf. Ich probier's natürlich trotzdem. So. Ey, göttliche Hilfe, danke. Okay, den Kürbisflasche haben wir. Okay, gut. Alles klar. Gut, dann gehe ich nochmal einen schnellen Durchlauf dahin. Auf dem Weg hole ich natürlich noch die Dudes hier. Zumindest wen ich halt so erwischen möchte. Dann denke ich mal, komme ich vielleicht sogar recht gut an dem blöden Stier vorbei. Wenn ich mich ein bisschen konzentriere. Wenn das Feuerwerk doch nur funktionieren würde bei dem anderen Dude mit den lila Klamotten, das wäre gut. Okay, so jetzt nochmal ordentlich hinsetzen. Feuerwerk ist bereit. Ist das bereit? Alles klar. Na, komm mal her. Zwei sind auf jeden Fall schon mal weg. Der wird mich nicht ersetzen. Ich glaube, ich habe eine andere Methode gerade entdeckt, damit ich nicht mehr dazu komme. Was? Nee, keine Chance. Der da mit seinem blöden Hörnern angriff. Wenn er mit seinem blöden Hörnern angriff. Ich kann es probieren. Also ich habe gemerkt, der hat so einen toten Winkel, so knapp. Ja, so an seiner Seite hinterm Hals. Vielleicht, wenn ich da ein bisschen mit arbeite. Okay, wir müssen gleich nochmal. Wie gesagt, den will ich heute auf jeden Fall schaffen. Irgendwie. Ups. Nein!
Krähenverwalter. Mist. Na ja, ja, gut. Macht nix. Ja, ich weiß. Schande würde ich. Macht aber nichts, denn wir haben ja zweimal gegen mit sogar. Von daher machen wir da jetzt gerade mal keinen Kopf. Denn jetzt kann ich gerade erstmal gegen ein paar Bosse probieren, so wie ich kann. Je nachdem, ich weiß ja nicht, wer danach kommt, weil nach dem Stier kann es ja nur noch besser werden. Deswegen denke ich mal, dass noch ein oder zwei Gegner auf mich warten werden, die ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe. Aber zum Glück kommt mir hier relativ zügig wieder. Echt jetzt? Gut. Erfahrungspunkte haben wir jetzt auch keine großartig. Ich darf mich nur nicht gleich am Start so extrem erwischen lassen. Mach den Dad bitte schön. Ja, so gut mit dem Thema nicht erwischen lassen. Hey, okay, das ist halt. Verdammt, Scheiße. Mann! Blöde ist halt nur, dass man eigentlich mit voller Linie hier aufmacht. Okay, ich muss ihn erstmal benennen. Jämmerlich. Scheiße. Mist. Habe ich nicht irgendwas gegen Giftstatus oder löschen? Das kann aber auch nichts bringen. Dass das der Schaden macht, auch wenn man blockt, das ist das, was mich gerade so ein bisschen nervt. Learning by doing, ne? Heißt ja immer so schön. Aber ich hab mir geschworen. Egal, wie lange es dauert, den krieg ich. Aber. Ja, gut. Ich weiß halt auch nicht, ob ich die ganze Zeit heilen soll, soll dann halt wirklich dermaßen arbeiten soll. Das ist der einfachste Weg, das ist der beste Weg, weiß ich nicht. Es kostet 2, das heißt, ich kann ihn 8-mal theoretisch blenden. Ja. Ich kann ihn, glaube ich, 8-mal blenden, bevor. Aber dazu muss halt auch sitzen. Das kann eben das 2-mal oder 3-mal nicht gesessen. Was nicht so super war. So, jetzt aber. Komm. Du holles Stierchen, du. Boah, ja klar.
Wie soll man denn da ausweichen? Springen klappt nicht, erwischt dich in der Luft. Seitlich wegspringen reicht nicht. Die Entfernung ist zu gering. Ein Sprintsprung? Ja, Parieren richtig? Funktioniert auch nicht wirklich, weil du trotzdem Schaden kriegst. Und das Blenden hat schon wieder zweimal nicht funktioniert. Komm schon. Weiß man nicht wie, aber irgendwie muss ich ihn kriegen können. Ich meine, diesmal bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht fehlt. Normalerweise sind nicht alle Skills zusammen. Wir haben sogar die Prothese, dass wir ihn blenden können. Was sogar funktioniert. Wenn es funktioniert. Wie kommen wir in den blöden Spielfall? Du ziehst schon wieder einfach nur nebenbei. Ich bin in den Gedanken, die ganze Zeit beim Kampf. Scheiße, hier. Das ist doch nicht wahr! Schon wieder halbe... Halbe Leben weg, scheiße. Da, und jetzt bin ich aus, nicht zweimal. Und es reicht leider nicht. Was soll ich denn machen? Mehr als ausweichen, parieren und blocken? Vielleicht probieren wir mal, wenn es wirklich so einfach ist. Was ich nicht glaube. Schalte sie aus der Ferne aus. Da stand gerade Flamme, schalte sie aus der Ferne aus. Könnte man vielleicht sogar wirklich mal probieren. Wir haben ja das Flammenrohr, aber... Angst vor Feuer. Ich probiere mal was. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber vielleicht, wenn er wegrennt, kann ich vielleicht ein, zwei Mal anschießen. Einfach ein bisschen die Option durchgehen. Ich kämpfe lieber zehnmal gegen den mit dem... Mit den lila Klamotten, weil bei dem habe ich wenigstens das Gefühl, dass ich eine Chance habe. Bei dem da, ich weiß nicht, was ich hier stehen muss. Ja, ich soll halt erst den komplett anhaben. Es gibt ja auch keine Punkte oder irgendwas, wo ich sagen kann, ich kann jetzt irgendwie den Enterhaken versuchen ausweichen. Gibt es nicht. Okay. Ich weiche irgendwie, fühlt man nach rechts. Ich will jetzt mal nach links ausweichen.
Genau. Ja, ja, genau, was? Wie viele Lebenselixier ziehst du mir dann ab? Kacken. Also nicht wirklich ein Angriffsmuster. Ja, keine Hände. Aber jetzt weißt du zumindest, entweder er greift nur einmal mit dem Horn an oder dreimal. Boah, okay. Das war knapper. Es wird knapper. Die Frage ist nur, hat es einen Sinn mit den Wurfsternen? Ich glaube eigentlich, dass das mit dem Blenden macht mehr Sinn. Weil da kann ich mehr Treffer verpassen. Gut. Es war knapper. Aber zumindest weiß ich, dass das Verlieren da die richtige Wahl ist. Also ausweichen bedingt, aber verlieren oder halbwegs. Also. Es kommt darauf an, wie er sich verhält, weil es wirkt irgendwie wild, wie er angreift. Aber er hat halt auch irgendwie so eine Art Muster drin. Welche Streiker kann ich nicht dahinter? Irgendwie. Echt jetzt? So. Ja, mit dem Zeug. Gut, gut, halt. Feuerwerk. Gut, hab ich. Lauf! Gut. Also schön. Mein Freund. Guck mal, was der hier wurde. Hey, hey. Achtung, der hier kommt gleich. Ja, genau. Ja. Jetzt lebt er immer noch. Komm, komm. Versuch's. Ja, halt. Das ist. Das ist. Das ist.
Zählt jemand mit? Mit? Würde mich mal interessieren, das weiß ich glaube ich schon fünfmal oder so. Puh, dieses Ding. Todesschlagwahl, esoterische Texte. Achso, ja. Ich habe gerade gelesen, ja, was ist esoterische Texte. Wie gesagt, Punkte und die Erfahrungspunkte, also das Geld ist eigentlich relativ wurscht, aber es geht nur darum, man kann Nullen, Nein! Halt dich doch fest, mein Freund. So ist gut. Das war aber auch gerade irgendwie voll durcheinander, weil der Bruder hat einfach random irgendwo rumgewütet und währenddessen haben die anderen zwei angegriffen, was echt scheiße war. Das wird sonst nämlich nicht aufhören. Ja, naja, er schubt sich seinen Arsch, hast du gesehen? Ja, schön, auf die Schubsenlauf. Okay, aber ich habe zumindest schon mal eine Platz. Jetzt kommt das in die drei. Ich starte doch schon wieder. Oder war meine Deckung gebrochen? Vielleicht sollte ich mal das probieren mit dem Maschinenziel. Das soll doch die Deckung wieder aufbauen. Also, ja, die Haltung. Nicht Deckung, Haltung. Ich sage mal Deckung, aber es ist Haltung. Immer kontern und dann einmal mit dem Maschinenziel. Dass das ich dann ist wieder quasi hier den hier. Ups. Ja, genau den hier. Besser noch aufgeladen, wahrscheinlich zieht er dann ein bisschen mehr ab. Ein Ziel der Schlag ist wahrscheinlich besser als fünf nickelige Schläge. Ich wünschte, es gäbe die Möglichkeit, den irgendwie auf den Rücken zu springen oder so. Und den dann von dort aus bearbeiten. Aber nö, das können wir eigentlich. Vielleicht für den Finalschlag oder so. So, ich sehe zwar auf dem Timer, also ich spiele ja fast ganz Part nur an den scheiß Bullen rumhängen. Oder Stier. Aber das ist egal. Das ist gehört halt einfach dazu. Was soll ich machen? Ich muss an vorbeikommen. Oh.
Außer wenn ich nicht gegen ihn kämpfen kann, ich lernen. So. Du bist weg. Komm raus! Da schnell! Jetzt macht er wieder seinen komischen Scheiß! Ja, der hat. Ja, genau! Weil der gerade einfach nur Schweine. Jedenfalls der Gang wieder. Lass doch fallen! Oh, Mann, Scheiße! Könnte es gut gehen? Nee, geht's nicht gut. Boah, der Blut stresst. Ich muss mich erst mal sammeln. Okay. Ich weiß nicht, nächsten Part. Soll ich es nochmal probieren? Ich weiß nicht. Vielleicht. Der einzige andere Weg wäre halt, gegen den Trunkenen zu kämpfen. Oder den Trinker. Nur gegen den habe ich überhaupt nicht gekämpft. Nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass mit einem Schlag echt böse Schaden macht. Richtig böse. Nun gut. Wie gesagt, ich probiere es vielleicht nächstes Part einfach nochmal. Und wenn es halt zwei, drei Parts dauert, bis wir den blöden Stirn kaputt gemacht haben. Irgendwie werde ich schon kriegen. Ne? Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich gehe jetzt erstmal kurz die Wand anschreien. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao.